Freunde, es geht hier an dieser Stelle weiter. Und wir sollen unter die Pisten gehen. Oh, sorry. Ja, ich habe es. Ja. Das Game eben gerade erst gestartet. Und deswegen kann es durchaus möglich sein, dass ich hier über eine kleine Nachladung komme. Und hier wird irgendwas passieren. Hinter mir sind nicht umsonst so eine Teile, die gleich zugehen können. Ja, eins. Das hätte ich auch noch gesehen. Ach nein, bitte keine Rätsel. Ah, sei ich erst hinter mir zugegangen. Zwei. Ich gehe freiwillig rein. Aha. Das ist verkohltes Fleisch oder was soll das sein? Keine Ahnung. Ich kann es nicht erkennen. Das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Also zumindest für mich nicht. Die Schweinchen machen komische Geräusche. Oh, oh nein, bitte. Stopp. Blutöfen gefüllt. Okay. Oh, Zettel. Fertig. Die Tagebucheinträge lese ich mir gerne durch. Weil, oh, scheiße. Tatsächlich ein Rätsel. Ich hoffe, das ist nicht so schwer. Also, der eine Blutofen ist nicht voll gewesen. Der draußen. Mhm. Mit was muss ich den empfehlen? Mit lebende Schweine? Fünf. Ja, da gehe ich gleich mal hin, aber erstmal gucke ich mich hier um. Ich meine, 3 ist nämlich auch nicht voll. Was soll ich denn da füllen? Das reinmachen oder was? Und jetzt zumachen einfach nur? Ah, alles klar. Und das ist sozusagen Kohle jetzt gewesen. Also müssen wir nochmal zurückgehen. Was machen die Schweine denn da? Die grillen rum und machen einfach nur Krach und schlagen irgendwo gegen. Der funktioniert, der stimmt. Und hier hätte ich gar nicht aussortieren sollen. Einfach nur aktivieren wäre schlau genug gewesen. Och, ich kann das nicht werfen. Naja, nicht wirklich. Ich weiß nicht, ich mache einfach ganz viel rein. So, dass der voll auf 20.000% läuft jetzt. Yeah. Bounce und Zünder. Okay. Wow, hätten wir das... Mann, war das auch erledigt. Fehlt nur noch die 6. Und die alle sind alle an. So, das darf ich ja noch nicht aktivieren. So, jetzt muss ich mal kurz hier drüben noch rangehen. Und die Nummer 5 oder 6, eins von beiden aktivieren. Und befüllen. Sehr wahrscheinlich die 6, genau. Ein Kohlestück nur. Ich meine, das wird sicherlich ausreichen. Die Kolben sind still. Das wäre gut. Ich fürchte, ein Stich ins Hornissennest ist die einzige Möglichkeit, mir in den Weg frei zu machen. Das Ausmaß dieser Motoren lässt auf eine weitaus größere Maschine schließen, als an der Oberfläche sichtbar ist. Mein Freund muss also recht haben. Ein
Großteil dieses Werks ist unterirdisch, das ständige Überschwemmungsgefahr besteht. Das ständige Überschwemmungsgefahr besteht, verwundert nicht, denn wir befinden uns nahe der Themse. Ja. Sehr schön. Ich nehme mir einfach noch ein Kohlestück, keine Ahnung. Huch, fallen gelassen. Ja, was ist denn, wenn ihr alle fallen lässt? Ist auch nicht schlecht. Pech gehabt. Ich glaube, die Geräusche hatten die Schweine vorne auch gemacht. Feuer und Stahl. Die Feuer werden geschürt. Ich vermute, dass der Baumeister des Chemiewerks und dieses Ortes ein und derselben ist. Und dass die Kolben von einem zentralisierten Steuersystem reguliert und betrieben werden. Dieses Steuersystem zu finden sollte nicht schwer sein. Hoffentlich gibt der Saboteur nach, nachdem ich einfach die Feuer gelöscht habe. Hä? Hab ich die nicht gerade einfach angemacht? Blödsinn. Gucken wir mal, bis wir kurz die Maschinen ein bisschen angucken. Okay, hier sehe ich nicht viel. Pistenruhen. Ich glaube, die Maske war vorhin zwar noch nicht da, aber egal. Sieht man die Pisten hier? Nö, auch nicht. Aber das ist eine und dann waren da drüben doch noch welche. Oder was? Und jetzt? Einfach nur laute Musik oder was? Nee, ich muss ja hier drüben weiter. Ja, Schweinchen. Schweinchen Babe. Sorry Freunde, ich weiß, ich sehe auch nichts. Nur so am Rande. Aber ich weiß, ich muss hier drüben ran. Die Optier, ja, scheint noch so. Das ist hinter mir zugegangen. Ha! Und jetzt hier unten geht's auch gleich wieder zu. Und schöne laute Sounds. Ganz zufälligerweise. Aber es geht noch. Die Sounds sind nicht ganz so schlimm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob mich da gerade eins verfolgt. Ich kann es gerade irgendwie schlecht beurteilen. Ja. Mal sehen, ob sie blind sind. Aber ich habe keine Ahnung, wo lang. Ah, da bist du ja. Wieso stehst du vor mir? Oh, verdammt. Zwei. Muss ich lang. Ach, verdammt. Kann denn der vor mir auf einmal her? Der stand natürlich optimal. Haben sie mich jetzt gefangen? Ja. Das ist ja echt lächerlich. Ein bisschen Blödsinn, oder? Mal die Schnauze. Die Viecher sind irgendwie überhaupt nicht gruselig, nur so am Rande. Ich weiß nicht. Die Schweine, also Schweinegegner.
Muss ich hier was aktivieren? Ach, nö. Weh, du stehst jetzt wieder genau da lang, da wo ich lang möchte. Oder muss ich auf diesen tollen Fließband jetzt? Nee. Aber das Scheiße steht da schon wieder dort. Was soll ich denn da machen gegen? Ich warte mal, bis das komische, stinkige Vieh da vorbei ist und dann ist schick. Du checkst es sowieso nicht. Schweinchen, Babe. Hier unten runter? Anscheinend. So, neuer Tagebucheintrag. Der Abstieg geht weiter. Was hat mir diese finstere Stimme aufgetragen? Unter die Kolben in die Tunnel und zu den Bilgepumpen. Und sollten die Türen verschlossen sein, muss ich für meinen Abstieg einen anderen Weg finden. Ich kann ihnen nicht trauen, aber mein Weg ist mir vorgegeben. Diese Geräusche werde ich ignorieren, genauso wie ich es gerade erzählt habe. Dieses Schnüffeln, diese schlürfenden Schritte unter mir. Ich werde dem standhalten, was auch immer dort unten lauern mag. Und ich werde sie retten. Ja, super. You are a hero. Ist das hier eigentlich Kohle? Sieht so aus wie Kohle, wa? Was ist denn hier hinten? Ich bin neugierig. Wow, wie weit kann ich hier nur laufen? Ah, gut, okay. Darf ich hier hoch? Danke. Ich weiß jetzt nicht, was auf der anderen Seite war. Bestimmt wieder was verpasst. Was ist das? Chemikalientransporter, Gefahr, höchst ätzend, bla bla bla. Hier komme ich jetzt weiter oder was? Scheiße, wollte ich doch noch nicht. Ich habe bestimmt was verpasst. Naja. Sorry, Freunde. Naja, es ging auf eine Seite weiter und auf da weiter. Ich hätte nicht reingehen dürfen. Ich dachte mir schon, dass. Ich wollte wenigstens noch ein paar Zettelchen suchen. Naja, gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So, wir sind aber noch im gleichen Gebäude, oder? Sind wir jetzt schon woanders? Ja, irgendwie müssen wir noch da sein. Oh, die Ladescreens dauern immer so schön lange. Oh, yeah. Okay, es geht weiter. Sehr schön. Bin ich geduckt oder stehe ich? Keine Ahnung. Ich hätte vielleicht über mir gucken sollen, dann wäre der Gruseleffekt vielleicht besser gewesen. War da was über mir? Keine Ahnung. Bist du jetzt gekotzt, du alte Drecksau? So, ich hoffe, du bist erstmal. Dieser Flimmer ist weg. Boah, bitte. Geht er weg? Ich kann so schlecht was erkennen. Oh, ich werde natürlich wieder angerufen. Sabotage. Lädiert und böse zugerichtet, aber am Leben. Ich habe die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einem epischen Zweikampf verstrickt. Aber ich werde davon getrieben, meine Familie zu finden. Vorangetrieben wahrscheinlich, aber gut, okay. Ach, davon getrieben, meine Familie zu finden, oder so. Und ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum, denke nicht über die grausamen und unaussprechbaren Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zur Bilge. Beseitige die Überschwemmung, befreie deine Kinder. Yes, mach mal. Sehr gut. Okay, Freunde.
Ihr habt's gehört, es hat gepiepst. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.